Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius von Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Interessantes Thema, Bindegewebe. Kommen komischerweise nicht so viele Menschen zu mir, deswegen aber trotzdem, unser Körper besteht aus relativ viel Bindegewebe. Und das hat auch eine wichtige Funktion, Wasserspeicherung, ich denke auch Nährstoffspeicherung. Fett gehört auch zu den Bindegeweben, also ein Teil des Bindegewebes. Meine ich aber jetzt in diesem Video nicht so explizit, kann ich mit einschließen, aber Bindegewebe vor allen Dingen im Bauchraum. Und da übernimmt es wichtige Funktionen, schützt unsere ganzen Organe, hält es auch ein bisschen mit zusammen, weil es auch so Fasern sind letztendlich. Ein wichtiges Teil von unserem Körper, ist für Wasserspeicherung wichtig, damit wir auch entsprechend immer genügend Wasser oder Flüssigkeiten in unserem Körper haben. Sie wissen ja, wir bestehen aus, je nach Alter, zwischen 55 und 75% Wasser. Also wir sind schon Wasserwesen. Wenn man das Wasser rauslässt, dann bleibt nicht mehr so viel von uns übrig, ne? Okay, dann fangen wir mal an, dann schauen wir mal. Dann lade ich alle die Zuschauer ein, die sich dafür dieses Thema interessieren. Bindegewebe, Bauchraum, das ist das Thema. Energetisch heilen, reinigen, energetisch heilen. Gut, alle, die jetzt wollen, dürfen jetzt kommen. Wie immer, das Thema, dieses Video ist zeitlos. Gut. Sind da. Ich bilde aus allen Zuschauern dann eine multidimensionale Persönlichkeit und die wird bearbeitet und das ist eben schon, wenn Sie in 10 Jahren gucken, sind Sie heute mit dabei. Sie sind in dieser multidimensionalen Person dabei, also es passiert immer was. Ich würde jetzt energetisch den Raum, den gesamten Körper erstmal frei machen, damit fangen wir an und dann geht's los. Das ist die Vorbereitung jetzt. So. Gut, das ist schon wunderbar. Die ist frei. Bauchraum ist wichtig. Warum ist der Bauchraum wichtig? Unsere Gefühle, unsere Emotionen finden ihren Ausdruck im Bauch. Ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, ich habe so ein Bauchgrummeln dabei, also das, irgendwas stört mich an diesem Thema. Und. Immer wieder ist der Bauch auch im Volksmund wieder erwähnt, weil wir wissen eigentlich intuitiv, dass dieser Bauchraum mehr ist als reine Organe, die da irgendwie zufällig irgendwo hin müssen, sondern dieser Bauchraum ist in so einer Art zweites Gehirn oder so eine Informationslagerung auch. Ich vermute, dass viele Emotionen auch über den Bauch, über die Nerven des Bauchraums, wenn man dieses Gekräusel da von dem Dünndarm sich mal anschaut, dann sieht das genauso aus wie dieses Kopfgewebe, hätte ich fast gesagt, dass daraus sehr viele Informationen zu uns kommen und dann erst ins Gehirn geleitet werden. Also wir fühlen relativ viel durch den Bauchraum. Ne? Und wenn wir viel wahrnehmen, können auch viele Emotionen dort gespeichert sein. Die sind nicht nur in den Organen gespeichert, die sind auch dann in diesem Bindegewebe gespeichert. Und man sagt ja so schön, wenn man abnimmt oder so, dann lösen sich die Giftstoffe wieder raus. Und dieses im übertragenen Sinne in dem Bauchraum gespeicherte Emotionen, die müssen auch wieder raus, weil die da eingelagert sind, so abgekapselt und wir uns von diesen Emotionen praktisch abgetrennt haben, indem wir sie in diesen Bauchraum reinlagern, hat was auch mit dem Fettgewebe zu tun. Das werden wir da einfach mitmachen. Ne? Okay, fangen wir ganz kurz mit den Emotionen an. Alle gefangenen
Emotionen in den Bauchraum nehmen wir jetzt vollständig aus dem System, unsere Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenwelten, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt liegt so der Erzengel. Frei von eingefärbten Emotionen in den Bauchraum spiele ich jetzt rein. Okay, jetzt sind wir ja beim Bindegewebe. Wie immer nehmen wir das Bindegewebe jetzt mal energetisch raus. Das ist jetzt virtuell leicht vorstellbar für mich. Und jetzt machen wir das mal erstmal frei. So, alle Energien, die da drin sitzen, können raus. Sie kennen ja meine Handbewegung schon. Sieht putzig aus, aber ich drücke diese Energien raus. Das ist der Zweck der Übung. So. Okay, in diesem Bindegewebe sitzen auch Wesen drin, die da nicht reingehören. Die machen wir erstmal extra raus. Also, da können sich auch energetische Wesen einlagern, wie immer die sind. Ich muss sie gar nicht kennen. Ich fische die mal raus mit meinem speziellen Netz aus diesem Bindegewebe. Lichtsäule, Erzengel. Zweite Fischzug. Und feinstes Netz. Fragen Sie mich nicht, wie das mechanisch funktionieren würde. In meiner Vorstellung funktioniert es. So. Nochmal umdrehen. Nochmal fein raus. Diese energetischen Wesen, die da nicht reingehören, die sich da eingenistet haben. So. Ah ja, jetzt wird es leichter. Das wird leichter. Nicht abnehmen zu können, hängt damit zusammen. Das ist eindeutig. Dieses Bindegewebe mit Fett zusammen speichert Emotionen. Die können wir nicht loslassen, weil wir das Thema nicht bearbeitet haben. Also bleibt der Bauchraum groß oder wächst noch, weil wir brauchen diesen Lagerort, physischen Lagerort für unsere Emotionen. Meine Theorie. So, jetzt nehmen wir das Bindegewebe und waschen das in meinem kleinen Bassin mal richtig durch. Das mache ich jetzt. Mache mal ein bisschen außerhalb von meinem Stuhl. So, Wasser leeren. Zweiter Waschgang. Wie hieß die noch damals? Die Dame. So, jetzt Heilungsöl. Okay. Fühlt sich schon freier an, das Bindegewebe. Bauchraum. So. Können wir es wieder reinsetzen? Ja, können wir. So. Jetzt nehmen wir diese gefangenen Emotionen mal aus dem Bindegewebe raus. Wut, Zorn, Hass nehme ich jetzt vollständig aus dem System, unser Zuschauer jetzt raus, aus dem Bindegewebe. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt liegt so der Erzengel. Freiheit von negativen Emotionen spiele ich jetzt dort ein. Schauen wir mal. Ja, jeder kennt das so vom Bindegewebe, ist ja ein Schutz. Und wenn wir getroffen werden, also jetzt im Bild, ich mit dem Faust in jemand uns in den Magen schlagen würde, wenn kein Schutz da wäre, würden die Organe Schaden nehmen. Mit diesem Schutz ist das nicht so einfach, ist wie so ein Wattepolster drumherum. Also da ist sehr viel Energie absorbiert. Aber die Schläge, die wir in unserem Leben bekommen haben, sind ja nicht nur körperliche Schläge, sondern sind ja vor allen Dingen emotionale Schläge und die gehen auch in den Bauchraum rein.
Diese emotionalen Schläge nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, zwischen Leben, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt Licht oder Erzengel. Freiheit von diesen emotionalen Schlägen spiele ich jetzt ein. Warum brauchen manche Menschen so viel Bindegewebe? Ja, dann machen wir mal. Diese Angst, sich diesen Themen zuzuwenden, dieses Thema anzuschauen, dass das Bindegewebe dort gebildet hat, nehme ich jetzt vollständig aus dem System von unseren Zuschauern jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, in allen Dimensionen, allen Zeiten, jetzt Licht soll erzählen. Freiheit für unser System spiele ich jetzt ein. So, Bindegewebe, Bauch, Emotionen. Überlebensangst, das ist eigentlich unsere Angst, deswegen auch Fetteinlagerung und so weiter. Das sind irgendwelche, ich muss für schlechte Zeiten sammeln, Ideen. Nehme ich jetzt vollständig aus dem System von unseren Zuschauern jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten. Jetzt, Licht soll jetzt sein. Frei von Überlebensangst, frei von den alten getriggerten Mustern spiele ich jetzt ein. So. Alle Giftstoffe, dann nehmen wir auch nochmal ein Netz, nämlich die sich so einlagern, weil sie sonst nirgendwo hin können. Und das ist eigentlich so ein, aus meinem Gefühl heraus, so ein Giftstoffreservoir, weil im Körper kann es nirgends hin, in diesem Bindegewebe macht es keinen Schaden. Und da lagert sie es ein. Also diese Giftstoffe nehmen wir jetzt mal raus, die fischen wir jetzt mal explizit raus. In meinem Spezialgiftstofffangnetz. Einer sollte mich fragen, wie es funktioniert, aber mental funktioniert es. So, und noch einmal. Noch ein super Fangnetz. So. Und von der Rückseite auch dreimal. So, wieder zurückdrehen. Die Idee ist, das Bindegewebe, was sich so ausgedehnt hat, wieder straffer zu bekommen, enger zusammenlegen. Das muss sich ausdehnen, um bestimmte Funktionen zu übernehmen, Emotionen zu lagern, Vorräte zu lagern. Diese Funktionen, wenn sie nicht mehr notwendig sind, dann kann sich das Bindegewebe wieder zum Normalmaß wieder zurückschrumpfen praktisch. Bleiben muss es, weil wir brauchen den Schutz. Okay, dann schauen wir nochmal. Irgendwas hat es mit Kindern zu tun. Bei der Frau ist dieses Bindegewebe ja auch nochmal wie so ein äußerer Schutzkegel, die Gebärmutter. Und da drumherum ist natürlich auch Bindegewebe alles, die sofort im Magen, im Bauchraum da ist. Also, das Gefühl des Schutzes aus der, dieser Gefühl der mangelnden Geborgenheit, aus der Geburtszeitraum nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, jetzt Licht zur Erzengel und Geborgenheit, sich wohlfühlen, sich angekommen fühlen, im Hier und Jetzt zu sein, spiele ich jetzt ein. Oh, das hat was für, das hat eine ganze Menge gebracht. Das hat eine ganze Menge gebracht. Dadurch ist es ganz leicht geworden. Wunderbar. Das ist schön. Okay, dann schauen wir nochmal. Fehlt noch was? Ja. Ich bin geborgen in mir. Ich befinde mich in meinem eigenen Mutterleib. Ich bin geborgen in mir. Das spiele ich jetzt bei uns allen ein. Und es ist gut so.
Gut. Schauen wir mal, Bindegewebe. Fühlt sich gut an, ganz hervorragend. Jawohl, dann soll es das sein. Die Exkursion ins Bindegewebe, was offensichtlich mehr Funktionen hat, eben ein Speichergewebe für Emotionen ist. Und die Emotionen dürfen sich wieder befreien. Und viel hat was mit Schutz, also mit dieser Mutterliebe zu tun, diese mangelnde Mutterliebe. Das ist deswegen auch diese Bindegewebe, was dann so ein bisschen quastig wird oder zu groß wird letztendlich. Ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für Ihr Vertrauen. Mein Name ist Cornelius von Lessen. Ich bin der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Freue mich, wenn Sie demnächst wieder einschalten. Machen Sie es gut. Bis dann.